Chaos an den Flughäfen bleibt wohl den ganzen Sommer. Dann das nächste Thema wäre, Hotels reinigen die Zimmer nicht mehr täglich und es gibt andere Dienstleistungen, die eingespart werden, dank Covid, wegen Covid oder einfach weil die Hotels das einsparen wollten. Und es gibt bei einer Hotelgruppe, und zwar bei Kimpton, die ist ja bei IHG, das sogenannte Social Password für die Sommeraktion 2022. Gilt irgendwie bis September oder so. Ne? Der Herr Hoffmeister. Der Herr Korsten. Ist in die andere Seite, aber es macht nichts. Achso, der, natürlich, da sitzt er. Wir sind trotzdem hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch an dem heutigen wunderbaren Samstag, denkt daran, den Abonnierbefehl zu frönen, die Glocke anzumachen, nachdem ihr uns abonniert habt. Ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren und ein Like dazulassen. Da wir viele Stammtische haben wir nächsten Monat auch schon Stammtische. Und es gab ein Geheule, will ich es jetzt mal nennen, von unseren Zuschauern, dass sie nicht zeitlich planen konnten. Also wer jetzt eine Ausrede hat und nicht da ist, Pech gehabt. Ihr habt jetzt mindestens gefühlte 14 Tage Zeit, euch vorzubereiten. Und genau. Zwar der Stammtisch München, den habe ich terminiert auf den 11.06. Dann am 12.06. ist Berlin. Und dann nach langer Zeit wieder am 13.06. in Hamburg. In München gehen wir natürlich wie immer in den Biergarten, in Berlin gehen wir wie immer ins Grand Hyatt und in Hamburg sind wir im Park Hyatt. Also alles stil- und standesecht. Herr Hoffmeister, bei welchen Events sind Sie zugegen? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist ein besonderes Wochenende. Insofern am 10. hat der Herr Hoffmeister einen Ehrentag zu feiern. Und insofern könnte es sein, dass dieses Wochenende ein wenig verplant ist. Ja, das ist immer mit Geburtstagsbier, ist das natürlich immer relativ teures Unterfangen, weil das geht ja irgendwie 365 Tage danach und dann fängt es ja wieder natürlich vorne an. Also insofern gucken wir einfach wohlwollend. Nichtsdestotrotz, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann wissen wir schon. Nichtsdestotrotz haben wir auch eine Neuigkeit. Wir haben WhatsApp-Gruppen eingerichtet, damit wir besser kommunizieren können, damit ihr auch diese Termine nicht verpasst. Unten in den Shownotes ist der Termin und unten dann daneben der Link. Dann kommt ihr automatisch in die Gruppe rein. Ja, nachdem wir jetzt schon wieder so viele Minuten versabbelt haben, 3 Minuten ohne Inhalt, wollen wir Inhalt füllen. Inhalt ist, Chaos am Flughafen bleibt den Sommer über. Wir sehen das ja an den Flughäfen in England, wir sehen das an Flughäfen in Deutschland, wir sehen das an den Flughäfen eigentlich weltweit, dass dort eine Mangelplanung ist, die auf keine Kuhhaut mehr geht. Mir fällt es schwer, auf Berlin rumzuhacken, weil Berlin das mittlerweile eigentlich irgendwie schon im Griff hat. Also insofern heißt jetzt Siegen lernen, von Berlin lernen. Nein, ich will so weit natürlich nicht gehen. Aber es ist bei allen Flughäfen das Riesenproblem, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da gefeuert worden sind während der Pandemie. Und jetzt kriegt man die Leute auch nicht. Und dann wird rumgeheult. Und das ist halt etwas, was ich nicht verstehe. Wir haben einfach von den Gebühren, die wir zahlen, keine Rabatte. Wir haben von den Flugpreisen keine Rabatte. Im Gegenteil. Und dann gibt es halt diese, ich nenne es einfach mal Minderleistung von den, nicht von den Leuten, die arbeiten. Das muss man ganz, ganz wichtig unterscheiden. Also die Leute, die arbeiten, die machen nichts falsch, sondern die Leute planen, die sagen, ja, wir kriegen erst 100 Leute, wir wollen 1000. Also wir haben es schon öfters besprochen, Mario, wie ist da dein Take bei der Geschichte? Ja, du hast es ja schon gut beschrieben. Es ist für den Passagier mehr als ärgerlich. Es kostet uns nicht nur Nerven, sondern gegebenenfalls auch sehr viel Zeit. Die Flughäfen wie auch die Fluggesellschaften sagen ja, dass man mindestens mittlerweile 3 Stunden vor Abflug am Flughafen sein soll, am besten noch mehr. Und wir haben ja die Beispiele hier aus Deutschland von verschiedenen Flughäfen in Düsseldorf, in Köln-Bonn, auch in Frankfurt kommt es zum Teil zu chaotischen Situationen. Und das ist natürlich kaum hinnehmbar. Oder auch in Frankfurt, die dort auch die Gepäckabfertigung, dort hat man gelesen, dass Leute bis zu 1,5 Stunden darauf warten, bis ihr Gepäck aufs Band gelegt wird.
Und du hast es ja angesprochen, die Flugpreise und das Ganze drumherum ist ja nicht günstiger geworden. Also die laufen ja da nicht rum und verteilen Gutscheine für ein Essen oder einen Hamburger am Flughafen oder für ein nettes Getränk. Nee, es ist alles genauso wie immer, nur schlechter. Und das ist ja, wie gesagt, du hast es angesprochen, ja nicht nur in Deutschland, so in vielen europäischen Städten oder Flughäfen ist es genauso und ja, ist kaum hinnehmbar. Ja, es ist eigentlich nicht entschuldbar und das ist halt das, was für mich Nee. so ein Riesenthema ist, ganz einfach. Es kann doch nicht wahr sein, dass da eine Minderleistung gebracht wird und man einfach nur sagt, hey, wir können nichts dafür. Und Aletta von, wie hieß sie nochmal, Aletta von, auf jeden Fall die Dame, die CEO ist in Berlin. Berlin, Mettenbach, Matten, ich muss den Namen nochmal nachschauen, aber Aletta Massenbach. Massenbach, danke Mario. Massenbach. Massenbach, müsste doch eigentlich mit Massen klarkommen von dem Namen her schon. Also insofern, Leute, kann nicht sein. Also ich finde es schön, dass ihr Warnungen vergibt. Und ich finde ja, dass das größte Kuriosum einfach war, dass KLM, so wie ich berichtet hatte, in Amsterdam ja kurzfristig Flüge raus dem Verkauf genommen hat, die jetzt innerhalb der nächsten paar Tage stattfinden, weil man einfach den Flughafen entlasten wollte. Swiss hat hunderte von Flügen gecancelt im Sommer, weil sie einfach ja auch selber kein Personal finden, aber auch keine Kapazitäten am Flughafen frei sind. Das liegt aber wirklich nicht an den Baulichen, sondern wirklich an den Leuten. Und ich meine, wo sind die hin? Wenn ihr wisst, wo die hin sind, kommentiert das unten und schreibt einfach. Dann können wir uns das Ganze nochmal schön angucken, was da passiert. Zumal Berlin ja jetzt mit EasyJet ein Riesenproblem hat, und das ist auch das nächste Thema. Flüge werden ja da gecancelt. Dann hat EasyJet gesagt, sie nehmen Flüge weg. Ich muss da direkt mal schauen. Mario, hast du das direkt im Kopf, wie viele Flüge da? 2,3 Millionen Passagiere weniger am Flughafen BER durch den Weggang von EasyJet. Das ist schon eine ganze Menge. Die wollen nur noch 11 statt 18 Flugzeuge dort stationieren, also 7 Flugzeuge weniger. Das ist schon eine ganze Menge. Und auch Personal, nicht? Also von 800 Flugbegleitern und Piloten sollen gegebenenfalls 275 gehen. Das ist natürlich schon mal eine Zahl. Aber das reißt natürlich vor allen Dingen ein riesiges Loch in die Kasse vom durchaus sehr klammen BER. Damit wird das Defizit am Flughafen Berlin-Brandenburg noch größer. Und gut, wahrscheinlich kann der Flughafen nicht pleite gehen, weil das Land Berlin und das Land Brandenburg beide ja auch ziemlich pleite, dann halt noch mehr Schulden machen. Aber letztlich zahlen du und ich das ja mit unseren Steuern mit. Und das ist eigentlich so ein Missmanagement kaum verantwortbar. Ich sag mal so, eher du mit Steuern als ich, zahlen ja schon keine Steuern. Ich bin ja aus dem System, wie das jetzt die Querdenker Ja. sagen würden, ausgestiegen, aber eher durch Zufall anstatt durch Begründung. Aber ich lebe ja auch nicht in Deutschland, also insofern bin ich da ja keines Vergehens schuldig. Ja, ich finde es einfach merkwürdig, das, was da passiert. Und du hast das ja richtig gesagt, dass die bei Lufthansa richtig, schon beim Flughafen, so war es, da richtig Verluste machen, weil im vergangenen Jahr hat man 570 Millionen Fehlbetrag gehabt. Und wenn man jetzt noch weniger hat, dann wird noch mehr Fehlbetrag kommen. Aber warum sagte ich Lufthansa? Ganz einfach deshalb, weil der Jens Bischof, CEO von Eurowings, der saß mit einem. Ja, wie soll ich sagen? Er saß im Meeting mit seinem Führungsstab und dann kam die Meldung rein und der Mann ist direkt reingesprungen und hat gesagt, hey, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, kommt zu uns. Für die Piloten wollen sie es auch machen, müssen das aber nochmal absprechen, was mit der Seniorität passiert. Seniorität ist ja bei Lufthansa, Eurowings immer ein sehr wichtiges Thema. Wer bei Lufthansa anfängt, muss immer die Seniorität verhandeln, damit ihr wisst, wenn ihr auf Standby fliegt, dass ihr dann nicht der Bodensatz seid. Also insofern,
spannende Zeiten. Ich persönlich heule eher Eurowings sowieso nicht, aber EasyJet auch nicht. Eine Träne nach. Ich bin mit denen nicht geflogen, ich bin mit denen nicht warm geworden. Wir haben aber viele Tickets für Kunden gebucht und die haben dann auch diese 200 Euro investiert in diese EasyJet-Karte. Also insofern, vielleicht soll ich mal mit EasyJet fliegen. Wir machen mal, Mario, wir machen einen Film. Bist du mal mit EasyJet geflogen? Du weißt ja, ich bin so kein großer Fan der Billigfluglinien, obwohl ich von einigen innerdeutschen Flügen gehört habe, insbesondere die Strecke Düsseldorf-Berlin, die auch geflogen sind oder immer noch fliegen, dass die Passagiere da eigentlich ganz zufrieden waren. Also was den Service, Pünktlichkeit und so weiter anging und eher unzufrieden waren mit Eurowings. Ja, das Problem ist natürlich, wenn du eine hohe Fallhöhe hast, ist es natürlich wesentlich einfacher zu überzeugen mit Negativleistung als umgekehrt. Also ich sag mal so, wer bei Ryanair nicht geschlagen wird, ist ja schon glücklich. Das heißt, also, du bist dann happy bei Lufthansa. Wenn du geschlagen wirst, bist du auch glücklich, weil du es eigentlich magst. Aber ihr wisst, was ich meine. Also insofern ist es spannend. Aber wir können ja mal so einen Ryanair-Flug machen und dann können wir das mal ausprobieren. Mit Ryanair von A nach B fliegen, Ryanair. Aber das ist so ein painful self-Experiment, glaube ich. Ich muss da wahrscheinlich irgendwie so ein, kann man Sitzplätze da? Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss mal gucken, ob die auch eine Premium Economy haben. Nein, hab ich nicht. Exit Row und ist Premium. Sitzplatzreservierung kostet extra, richtig extra. Das ist mir egal, das Risiko würde ich eingehen, den Geldbeutel da bezahlen zu lassen. Aber ich weiß nicht, wie ich die gelbe Farbe handhabe. Ich habe heute meinen Kapperl an. Von Qatar Airways. Warum? Weil Qatar Airways unser nächstes Thema ist. Qatar Airways hat ja, soll man sagen, mit Pauken und Trompeten einen auf den Sack gekriegt. Es fing an mit den 320er Neos, die man quasi nicht bekommt. Und es ging weiter mit den 350ern, die man abnehmen muss. Mario, ja. Was passiert mit der Order? Sind die geparkt? Sind die irgendwo noch in der Lackiererei? Wird da nochmal was tiefer gelegt, was muss ich mir vorstellen, was macht Airbus gerade mit den Flugzeugen und was soll mit den Flugzeugen passieren? Airbus versucht sie natürlich so schnell wie möglich an den Mann zu bringen und ob die schon lackiert sind, ist eine gute Frage. Also das weiß ich leider nicht, wahrscheinlich im Ansatz, aber es gibt ganz heiße Aspiranten auf die Flieger, die Qatar nicht abnehmen will. Und da ist diesmal nicht nur die Lufthansa im Gespräch, sondern auch unsere Freunde vom indischen Subkontinent, nämlich von Air India, die auf die A350-1000 lauern. Ja, da muss man schauen. Da ist bei dir gerade die Leitung weggebrochen. Ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich am Ende mit lauern. Auf jeden Fall, was ich spannend finde, ist, es sind ja auf jeden Fall 20, 350, 1000, da die noch ausstehen unter anderem. Und Air India ist da halt im Gespräch, weil die 30 Flugzeuge austauschen bzw. die Flotte erneuern wollen oder vielleicht auch vergrößern wollen in dem Bereich. Und spannend ist es für mich halt auch schon, weil die Flugzeuge sind hergestellt. Also es gibt zwei Stück, die auch jetzt schon abgeholt werden sollten. Die sind irgendwie in der Nachfristphase. Und da muss man einfach mal gucken, ob man bei Qatar Airways nicht langsam in die Puschen kommt. Und der Ehrlichkeit halber, Leute, ihr habt ja festgestellt, London mag euch nicht und der andere Kollege, wo war der andere Klage, war es in den USA? Oder wo war das für die Abnahme? Das war auf jeden Fall auch, also auf jeden Fall, es gibt Gerichte, die mögen Qatar nicht und da sollte man sich halt einigen. Kommentiert unten, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet und vor allem ganz, ganz wichtig, kommentieren, liken. Aber ich glaube, Qatar und Airbus, das wird keine große Liebe mehr. Ne? Also ich habe die Befürchtung auch, dass die beiden sich wie in einer langen Ehe einfach auseinandergelebt haben, wie das so schön heißt. Und ich glaube auch, dass das eher mehr so eine Hassliebe war und ich denke mal, bei aller Lächerlichkeit, die man da meint, zumal man ja, übrigens eine Sache hat Qatar ja vor Gericht gewonnen, ne? Also das haben die Leute ja nicht richtig gelesen meistens, weil das dann immer im Nebensatz erwähnt wurde.
Katar hat jetzt von Airbus gefordert, dass Airbus die Ergebnisse für die Lackschäden denen gibt, damit sie endlich mal gucken können, was da Phase ist. Also das halte ich ja auch für größten Quatsch. Also jetzt mal unter uns Hausfrauen, Airbus wird denen natürlich sagen, was Phase ist, und Airbus wird denen natürlich sagen, hey, das sind unsere Ergebnisse. Also ich finde das alles, es wird kindergartenförmigen Klauen, und deshalb ist es halt so, dass die beiden wahrscheinlich sich nicht mehr warm werden. Und Katar wird dann vielleicht auf eine reine Boeing-Flotte setzen müssen. Interessanterweise wird man dann ja auch feststellen, wie valide die 737 MAX-Geschichte wird. Ne? Also wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Die 10er hat ja bis zum 31.12. Um es mal so zu sagen. Ein großer Boeing-Kunde ist auch Ryanair. Er ist mit der MAX sehr zufrieden. Warum? Ganz einfach. Sie haben gesagt, die bringen bessere Zahlen, als sie erhofft und erwartet hatten. Sagen aber auch komischerweise die Airbus-Kunden mit der LR, dass sie nochmal Nachschlag haben wollen. Aber es gibt eine Webseite mit, und das hat mit Flugzeug nichts zu tun, sondern hat einfach für uns Verbraucher was zu tun. Ryanair hat ja ein Prinzip, dass sie ein Direct Distribution Concept haben. Das heißt also, sie haben im Prinzip alle Zwischenhändler ausgeschaltet. Man kann Ryanair-Flüge auch nicht über GDS buchen, also über Amadeus oder Reisebüro. Deshalb gibt es ein sogenanntes Screen Scrabbing, was viele machen. Screen Scrabbing, wenn man es direkt übersetzt, ist einfach den Bildschirm schrubben. Wenn ich das so, kann man so sagen, oder Mario? Heißt nicht, dass der Bildschirm dreckig ist, dass man da dann waschen muss, sondern es heißt einfach, dass der Bildschirm an der Stelle dann von den Daten gelesen wird. Und dann ist es so gewesen, dass Reisebüros oder Vergleichsportale und wir andere haben das einfach abgelesen, haben das dann nachabgebildet. Und jetzt kommt es. Es gibt eine französische Seite, lastminute.fr. Die haben diese Flüge gescreenscrapped und haben die dann an die Kunden weiterverkauft. Aber jetzt natürlich für ihre Dienstleistung Geld genommen. Das gab, also im ersten Moment sagt man natürlich, warum interessiert das Ryanair? Und Mario hatte das ja im Vorgespräch auch bei mir angebracht. Interessiert doch Ryanair eigentlich gar nicht, wer die Tickets verkauft, hofft, sie wird verkauft. Nein, das Problem ist doch ganz einfach folgendes. Überleg mal, du kaufst ein Ticket und dieses Ticket kommt durch Corona oder sonst was, findet der Flug nicht statt. Jetzt haben die aber nicht mit deinen Daten gebucht und nicht mit deiner Kreditkarte, weil dann würdest du ja wissen, dass das, was das Ticket gekostet hätte, weil sonst können sie ihre Gebühr ja nicht abnehmen, lustigerweise. So, heißt also, da steht dann ein fiktive Kreditkarte drin, also für mich fiktiv, weil ich weiß ja nicht, dass die Kreditkarte zu dem Reisebüro gehört. Und damit ist dann die Erstattung ein Problem. Das heißt also, die Karte geht zurück. Du selber denkst, du hast bei Ryanair gebucht. Ryanair guckt im System nach, fragt dich nach und dann sagst du, ja, nee, keine Ahnung. Und dann sagt Ryanair, aber das Geld ist erstattet worden. Das heißt also, das ist für uns Verbraucher unfreundlicher. Das ist leider so, dass viele Vermittler heute noch auf Geld sitzen aus Corona-rückerstatteten Flügen. Man kriegt es einfach nicht wieder. Es gibt ja die Klagen auch dagegen, dass das Reisebüro nicht der Ansprechpartner ist, sondern direkt, dass man bei der Fluggesellschaft kriegen kann. Dr. Böse, Rechtsanwalt, es gab ja die Frage, wer ist Dr. Böse, wer Dr. Böse nicht kennt. Matthias ist ein Rechtsanwalt, der sich spezialisiert hat auf Flugreisen und Reiserecht. Und er hat ja geklagt und gegen die Air France KLM hat er ja, oder gegen Air France, glaube ich war es nur, hat er halt einfach gewonnen vor Gericht, dass wenn man sich an die wendet für Erstattung, dann müssen sie sich darum kümmern, das geht kein OTA, Online Travel Agency, also für Online-Reisebüros grundsätzlich. Und das ist der Grund, warum Ryanair da so gegen ist, weil es einfach für uns bei aller Kundenunfreundlichkeit, die Ryanair teilweise ja hat, kundenfreundlich sein möchte. Und das ist der Grund dahinter. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ja, ne? Ja, ich habe es jetzt auf jeden Fall verstanden. Und wenn ich es verstehe, dann mit Sicherheit auch die Zuschauer. Ich sage es nochmal langsam für die Landbevölkerung. Danke. Ja. Ihr könnt unten nochmal gerne kommentieren, dazu was sagen und euren Standpunkt, ob ihr das gut findet, was die Seite macht oder ob ihr es gut findet, was Ryanair macht. Ich finde es einfach gut, dass Ryanair es macht, weil ich finde das einfach unlauter, dass man für eine Dienstleistung Geld nimmt, die man woanders eigentlich inklusive hat, wenn ich das mal so sage. Ja, das ist so. Aber bei schlechtem Service haben wir ja auch schon gleich wieder das nächste Thema. Ja, das ist richtig. Also wenn man sich das anguckt, das Wall Street Journal, aber auch die AP
haben das Thema aufgegriffen und das Thema ist etwas, was mich persönlich, manchmal stört es mich mehr, manchmal stört es mich weniger, und zwar ist das Housekeeping, das heißt also, dass das Zimmer gemacht wird. Bei Starwood gab es früher mal, wie die Bahamas hießen, wenn du länger als einen Tag geblieben bist und du hattest am zweiten Tag keinen Roomservice, kein Zimmercleaning haben, dann hast du 500 Punkte bekommen. So. Das gibt es heute nicht mehr. Heute kommen die einfach nicht mehr vorbei. Und die Frage ist, wo dieses tägliche Housekeeping, und ehrlicherweise brauche ich nicht jemanden, der mein Zimmer aufräumt, aber manchmal will ich halt einfach frische Handtücher haben. Wenn du einfach eine Reise, also Beispiel, komm in München an, geh duschen, geh zum Event, geh duschen. So, dann habe ich zwei Sets Handtücher durch. Warum? Weil das erste war noch nass, das zweite ist jetzt auch nass. So. Hängst du auf, wird trotzdem über Nacht nicht immer trocken. Ist komischerweise so. So, das heißt also, ich bräuchte ein neues Handtuch spätestens nach dem dritten Duschen morgens, wenn ich länger Tage bleibe. Und das wäre so eine Geschichte, zumal das, der Zimmerpreis ja nicht niedriger geworden ist. Mario, nee, meistens ist es genau umgekehrt. Die Zimmerpreise sind teurer geworden, ja. Ja, und das ist halt einfach das, was mich nervt. Das ist immer so, weißt du, alles wird teurer, aber dann erklären sie dir, wir müssen das machen. Self-Check-in am Flughafen ist ja auch nichts anderes als eine Preisersparnis, weil man keinen Kundenkontakt hat. Was hat das mit Hotels zu tun? Diesen Self-Check-in gibt es auch. Es gibt diesen Digital Key. Das Problem ist mit dem scheiß Digital Key, der funktioniert nicht. Und ich habe ehrlicherweise immer das Gefühl, wenn ich Digital Key mache, dass ich nicht ein schöneres Zimmer bekomme, als wenn ich persönlich vorbeischaue unten. Das ist so mein Gedanke, so, weil du immer halt einer Kategorie bleibst. In München habe ich letztens eine Suite bekommen. Ich habe in Berlin eine Suite bekommen. Ich habe so beim Check-in mit dem Schlüssel, also mit diesem Key, wisst ihr, wenn ihr das Telefon, wo ist denn mein Telefon? Wenn ihr das Telefon habt, dann könnt ihr einfach so, da muss ich hin. Also da quasi, müsst ihr vorstellen, das Tür geht auf, so. Aber das funktioniert halt nicht, ja. Und das andere ist halt die Zimmer, das sich dahinter verbirgt. Dann Turndown-Service. Gerade bei teuren Hotels, Turndown-Service. Mario, ist das etwas, was du magst? Was? Wenn man das magst du den Turndown-Service, wenn jemand dir die Gardinen in der Nacht zuzieht, das Bett aufschlägt, nee. Die Pushletten rausstellt? Nee, das ist eigentlich gar nicht so meins. Ich finde diesen Service dann auch etwas merkwürdig. Ich war ja nur neulich auch für ein paar Tage in den USA, auch im Hilton Hotel. Da war es halt auch so, nur alle 3 oder 4 Tage gab es den normalen Zimmerservice, also Raumreinigung, außer du hättest explizit an der Rezeption angerufen und gesagt, nee, heute müssen Sie unbedingt hier mal die Handtücher austauschen. Aber dass mir abends die Vorhänge zugezogen werden und das aufgeklappt wird, das brauche ich persönlich nicht, muss ich sagen. Also ich persönlich finde das nett, wenn es gemacht wird, ganz einfach deshalb, weil dann auch die Handtücher nochmal ausgetauscht werden. Also das ist dann für mich die Begleiterscheinung. Und natürlich auch die Schoki aufs Bett gelegt wird, ne? Ganz, ganz wichtig. Das sind so Sachen, da mag der Lars gerne. Aber dann auch die nächste Sache ist zum Beispiel Frontdesk. Wir haben das hier eben mit dem Digital Key gesagt. Wie oft ist es jetzt so, dass ich am Frontdesk lange warte? Das ist jetzt grundsätzlich kein Beinbruch. Aber wenn man jetzt sagt, die Kunden, du hast ein Priority-Check-in als Diamond, als Globalist oder egal wie der Status jetzt halt heißt und es wird nicht provided, was soll denn der Quatsch? Dann ist es ja kein Benefit. Und wenn man dann halt an der Seite vorbeilatscht und sagt, du, ich bin Diamond, dann kommt wieder in der Schlange und sagt einer, ich bin auch Diamond, ja, kann ich ja nichts für, wenn du nicht nach vorne läufst. Also es ist halt, ja, ist doch so. Ja, die Situation hatte ich neulich im Hilton, eine Schlange. Und die standen alle vor diesem normalen Schalter und stellten sich da an. Und ich bin runtergekommen, hatte es auch ein bisschen eilig, musste zum Zug und ja, bin dann da an den entsprechenden Schalter gegangen. Da kam es natürlich auch, wir warten hier auch und so. Ach so, Entschuldigung, sind Sie auch Statuskunde? Nee, mache ich ja gut, dann bin ich hier doch richtig. Ging dann auch.
Ja, aber das mag sich vielleicht ein bisschen blöd anhören, aber wozu habe ich denn den Status, wenn ich ihn nicht einsetzen kann? Gerade für solche Situationen, wenn es sogar einen extra Schalter für die Statuskunden gibt. Ich meine, ansonsten kann man sich das Ganze auch sparen, ne? Also, was soll das dann? Ganz genau, und genauso was auch gespart wird, ist beim Frühstück, dass wenn man sich das anguckt bei Hilton in den USA, und das hast du ja mitbekommen, da hast du ja nur noch einen 25 oder 15-Dollar-Voucher bekommen, was ist denn der Quatsch? Ja. Ja, also das läuft zumindest in Deutschland noch ganz gut, aber in den USA finde ich das auch völlig unsinnig. Ja, wir hatten einen Kunden, der ist in, wo war das denn? War das Wien oder Mailand? Der hat auch nur dieses Continental Breakfast bekommen. Ist leider so, aber das ist etwas, was ich kniepig finde am Ende des Tages. Auch die andere Sache ist mit dem In-Room Dining, den hat man ja teilweise bei einigen Hotels ja komplett gestrichen. Ich weiß, das ist auch immer so eine schwierige Sache. In-Room Dining, das Einzige, was Hotels meistens können, ist nur Hamburger. Also zumindest mache ich, esse immer einen Hamburger mit Pommes. Warum? Weil da kannst du nicht viel falsch machen. Ist jetzt so mein Gedankengang. Und das andere, was mich halt stört, ist Club Lounge. Also wenn man jetzt mal diese Club Lounge-Geschichte sich anguckt, dann kann man zwei Dinge feststellen. Das eine ist, es gibt natürlich abends die Happy Hour, und dann sagen die Leute, ja, du hast ja deine 2 Stunden und kannst Alkohol saufen. Ja, ich saufe hier keinen Alkohol in der Lounge, weil es A, der billige ist. Das ist nicht so meins. Ich bezahle gerne Upsell für dann hochwertigen Alkohol und genieße dann mein Glas. Und das andere Thema ist, was ist denn aus dem Club Lounge Benefit geworden, wo du morgens zum Frühstück hingetippelt bist, dir eine Cola aus dem Kühlschrank genommen hast? Ich trinke morgens eine Cola mit Orange. So, das einmal. Das heißt also, ich gehe ins Restaurant, dann wollen sie von mir Geld haben. 4 oder 5 € für eine dusselige Cola Orange, die ich oben der Club Lounge und sonst gehabt hätte. Hyatt hat übrigens oben auch sehr gutes Frühstück. Das ist jetzt nicht so ein Kontinentalfrühstück abgerockt. Oben sage ich ganz einfach deshalb, weil die meisten Club Lounges oben sind. So, und das andere Thema ist, jetzt, wo das unten ist, hast du sowieso einen Frühstücksraum, hast du also Diskussionen. Dann die nächste Geschichte ist mit dem Club Lounge. Was machst du während des Tages? Getränke holen. Ja? Das ist eine Club Lounge inklusive. Das heißt also, man hat dir über 16 Stunden des Tages normalerweise Club Lounge. Also, wenn du morgen aufmachst um 6, dann bis 10 Uhr, dann ist das ja in der Ja. Tat 16 Stunden. So, aber du hast nur 2 Stunden effektiv. Dann gibt es mittags normalerweise schon nachmittags nochmal normalerweise Kaffee und Schnittchen oder Kuchen oder Keks oder irgendein Quatsch. Und dann das andere ist, die Club Lounge ist ein Raum, in dem man sich zurückziehen kann. Ich sitze zum Beispiel gerne in der Club Lounge mit meinem Notebook, habe da mein Getränk und arbeite vor mich hin. Oder ich mache Treffen, weil viele Club Lounges haben auch beim Hilton zum Beispiel in Berlin, das kennst du ja Mario, da haben wir ja auch ein Meeting drin gehabt, im Meetingraum. Hyatt hat einen Meetingraum. Das heißt also, diese Meetingräume kannst du als Statuskunde auch 1 Stunde oder 2 Stunden kostenlos nutzen. Hast du auch nicht. Und das ist halt einfach das. Und wenn man jetzt das ehrlich sieht, ist es doch so, ist das das, dass die Hotelmanager und die Hotelketten jetzt einfach das gemacht haben, was sie eigentlich immer machen wollten, diese Pfennigfuchser, oder muss man jetzt Centfuchser sagen? Auf Ja, jeden Cent Fall Fuchser. Centfuchser. Auf jeden Fall, dass sie das jetzt durchziehen können und egal wo man was macht, Begründung ist Covid. Nein, die Begründung ist nicht Covid, die Begründung ist, du bist einfach nur ein Pfennigfuchser und du bist ein Korinthenkacker, weil du Geld sparen willst. Ich verstehe das ja ab einem gewissen Moment, aber dann musst du mir auch die Bude billiger geben. Ich habe aber das Gefühl, dass ich in so vielen Hotels mittlerweile so viel Geld bezahle und bei Flügen, wie ich nie bezahlt habe und immer noch weniger Service bekomme. Ja, Entschuldigung. das ist so. Ja, das war der Aufreger des Tages mit Herrn Korsten, aber er hat ja völlig recht. Für immer weniger Leistung, immer mehr Geld bezahlen, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und da können dann auch die Kundenprogramme nicht drüber hinwegtäuschen, auch wenn man sozusagen das runtersetzt und sagt, ja, du brauchst nicht so viel Übernachtungen oder brauchst nicht so viel Flüge oder kriegst doppelte Punkte und hast dann schneller irgendeinen Status. Ja, was nützt dir der am Ende, wenn die Leistung dieses Status auch immer weiter zusammengestrichen werden? Brauche ich nicht mehr. Also brauche ich dann nicht mehr. Dann übernachte ich halt immer da, wo es am günstigsten ist und nicht zwingend in der Hotelkette, die ich so bevorzuge. Ganz genau, und das ist halt einfach für mich auch eine Devaluierung der Loyalität. Ich meine, überleg mal, bei Hyatt übernachtest du 60 Nächte, die sind noch am besten.
Aber du guckst dir das jetzt bei IHG an mit dem neuen Programm. Die wollen bei dir 75 Nächte haben und 120.000 Punkte, also von 75.000 Punkte vorher. Also alles nicht in Relation in meinen Augen. Ja, völlig richtig. Kommentiert unten. Und jetzt natürlich, weil wir fast die halbe Stundengrenze erreicht haben, habe ich ein kurzes, knappes Thema, das ich noch zum Abgrund bringe. Und das kommt hier noch rein. Und zwar ist das das Kimpton Social Password. Das Kimpton Social Password wird immer wieder auf Twitter, auf dem Kimpton-Kanal veröffentlicht. Und warum ist das wichtig? Ganz einfach deshalb, wenn ihr im Kimpton Hotel übernachtet, und da gibt es zum Beispiel in Amsterdam oder aber auch dann in Frankfurt kommt bald auch ein Kimpton Hotel, nur damit ihr es wisst. Diese Hotels, ich mag sie einfach, es gibt irgendwie 85 Stück weltweit. Und diese Hotels haben einfach ja, so einen gewissen Charme, weil sie von IHG aufgekauft worden sind. Und die haben dieses Social Passwort. Und da muss man das so wie der Muppet Show, oder war es Sesamstraße? Sesamstraße. Willst du ein A kaufen? Muss man ein Passwort nennen. Und das Passwort will ich euch auch nennen. Und zwar ist das Passwort Stay Cool. Beim Check-in muss das genannt werden. Jetzt fragt ihr natürlich, hey, beim Check-in, was kriege ich denn beim Check-in? Was ist da das Benefit? Das Benefit ist je nach Hotel unterschiedlich. Und was die haben, und das finde ich relativ cool, das habe ich in Miami gesehen, die haben so ein Wheel of Fortune. Das kennt ihr ja, man hat so ein Glücksrad-Ding und das müsst ihr dann drehen. Und da war dann Sachen drauf, wie zum Beispiel Kino-Voucher, Freiparken, Frühstück, also solche Sachen. Und je nachdem, wenn man jetzt überlegt, du hast so ein 3-Tage-Stay, musst parken, in den USA kostet so parken, keine Ahnung, 40, 50 Dollar. Ich habe, glaube ich, $50 in Hollywood bezahlt, plus Steuer übrigens. Ne? Also das ist ja nicht die einfache Kurtaxe. Muss man überlegen, hast gedreht, das hat $150 gespart, wenn du nur das Passwort genannt hast. Dieses Passwort gilt nicht schlecht. Ja, finde ich cool. Das gilt bis September, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis zum 5. Und dann, wenn du an Frontest geht, das ist natürlich ein bisschen weird, wenn du sagst, stay cool. Ne? Oder machst deine Jacke auf, stay cool. Also man muss sich da natürlich nur ein bisschen fangen und sagen, hey, Passwort ist, aber Mario, wie würdest du es machen? Mich ganz cool nach vorne beugen und das sagen. Hätte ich das gewusst, hätte ich Vollbild von dir gemacht. Ja, auf jeden Fall. wisst ihr jetzt, wie wir, wenn wir in geheimer Mission unterwegs sind, das Passwort nennen? Und ihr könnt ja auch unten kommentieren, was ihr bei Kimpton bekommen habt, als ihr das genommen habt, weil das ist ja ein Feature, was ich relativ cool finde. Das kreiert ja auch Loyalität. Deshalb wäre das auch eine geile Idee für Lufthansa. Du kommst an Bord, oh, Sie sind Senator, dann drehen Sie mal das Glücksrad. Oh, sehr schön, Sie sitzen in der Economy Class, Sie haben jetzt einmal den Kaffee gewonnen. Also insofern, geile Geschichte. Denkt an den Abonnierbefehl, denkt daran, die Glocke anzumachen, denkt daran zu kommentieren und das Like dazulassen und denkt an die Stammtische. Und natürlich, wenn ihr mehr Infos zu den Stammtischen haben wollt, schreibt einfach in den Gruppen, die auch unten verlinkt sind, München, Berlin und Hamburg, 11.06., 12.06., 13.06. in der Reihenfolge. Bei sonstigen Sorgen, Ängsten und Nöten sind wir gerne für euch da. Oder ansonsten haben wir ja auch einen Stammtisch außer der Reihe am 10. in Goslar bei Mario. Und ja, ich habe es extra am Ende gesagt, weil ist die Gefahr eher, dass jemand vorbeikommt in Goslar. Wobei ich weiß gar nicht, ob er in Goslar feiert. Vielleicht fliegt er ja auch wohin. Ne? Ja, lass uns einfach mal Tschüss sagen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.